Hallo liebe Tesla-Freunde und Freunde der E-Mobilität, da sind wir wieder, die drei von der E-Ladesäule. Oder einmal hießen wir auch die drei Ladenerds, ne? Ja, genau, alle beide. Ja, wir haben auch Findungsprobleme. Der Frank ist auf jeden Fall wieder dabei. Ich nenne es die drei von der Ladesäule. Die drei von der Ladesäule. Gaber und meine Wenigkeit, willkommen bei diesem Video. Hi. Wir fahren jetzt heute Kona zusammen. Der Gaber fährt das erste Mal Kona. Ja. Frank ist mein Kona. Zwei Kona. Ich bin auch schon Kona gefahren. Genau, also das wird heute ein Kona-Video und wir wollen das auch ein bisschen mit dem Model 3 vergleichen, ne? Weil es immer wieder echt? So. Ja, es wird halt immer wieder gemacht. Also ihr werdet dann sehen, wie wir das mit dem Model 3 vergleichen. Und das könnte durchaus langweilig werden, ne? Weil wir vergessen euch jetzt einfach und wir fahren und wir reden alles und es wird wenig geschnitten, eigentlich gar nichts geschnitten. Ja, ich verspreche gar nichts, aber ich versuche es halt eben. Und wir lassen den Gabo jetzt einfach mal fahren. Und natürlich haben wir schon erste Eindrücke, aber wir nehmen euch einfach jetzt mal mit, hoffen, dass der Ton einigermaßen funktioniert, die GoPro hier einigermaßen aufnimmt und ja. Brauchst du eine Anweisung? Ja. Wir müssen noch erwähnen, Next Move. Wir haben den Stefan angerufen, Stefan Möller von Next Move, ob der Gabe überhaupt fahren darf. Ja, und er hat gesagt, selbstverständlich, aber wir müssen jede Minute Next Move nennen. Nee, weil es ist ein Scherz, ja. Also, er ist sehr, sehr locker und nochmal vielen Dank, Stefan, auch generell Next Move. Ihr macht sehr, sehr viel für die Elektromobilität. Das ist mal ein Timer zurück, dass wir die nächste Minute wieder Next Move setzen. Ja. Also, das Auto habe ich jetzt von Next Move gemietet, hier, ne? Wir sind im Dezember. Dezember, Januar habe ich jetzt das Auto zum intensiven Test vom Hyundai Kona 64 Kilowattstunden Akku-Version. Okay, genau. Und maximale Ausstattung bis auf Schiebedach. Schiebedach haben wir nicht. Brauchen wir nicht. Aber doch, also wir wollen Schiebedach haben, meine Frau nicht. Ja, 600 Euro, ne? Ja, oder du nimmst halt eine Zwei-Farben-Lackierung. Das Dach kannst du ja bei manchen Farben ganz weiß auch, machen oder bei anderen Farben wieder schwarz. Ist es dann von außen an. Nur ein Schiebedach oder so ein Glasdach mit Schiebe? Glasdach mit Schiebe. Aber richtig, also kann bei Schiebedach. So. Habe ich nicht genau. Ja, genau, wie bei Tesla. Ach, cool. Wie bei unserem Model S. Also Panoramadach mit Schiebefunktion. Was es nicht mehr gibt. Ja, genau, was nicht mehr gibt. Ja. Kona gibt es. Ne? Also, Bremse drücken und Startknopf. Und Power. Sind wir alle angeschnallt? Ich bin alle angeschnallt. Natürlich. Meckert ja eh das Auto. So, jetzt theatralische Umfahren des Systems. Better driving. Er hat jetzt gerade den Eco-Modus, das ist aber okay mal prinzipiell. 20 Grad haben wir eingestellt, glaube ich. Ich bestätige jetzt die Sprache. Du musst bestätigen. Kannst du auch Ungarisch stellen, oder? Genau so. Kannst du mal die Leute auf Ungarisch begrüßen? Ja, ich sag jetzt gar nicht mehr viel. Okay, das war's schon. Drücken Sie mal auf EV da vorne. EV. Aus. Ah, da. Und dann kommt nämlich die Übersicht, hoffentlich, wie viel wir noch im Akku haben. Da seht ihr es. Nur noch 50%. Und wenn du nochmal drauf drückst auf den Akku-Prozenter da. Da. Ja, man muss ständig drücken. Ah, okay. So, hier sieht man auch die tolle Reichweite, genau. Oh, bei 50% haben wir nämlich noch fast 200 Kilometer. Also wenn ich Verbrennerfahrer wäre, hätte ich schon Angst bei 189. Ne? Das ist da, wo die anderen schon tanken gehen. Ja, da haben wir Angst dann, aber okay. Ja. Und unten habe ich es euch mal eingestellt, DC-Laden. Wenn wir jetzt an der Schnellladesäule wären, würde er 38 Minuten brauchen, um das Ding bei 80% wieder auf 316. Ah, ja. Drück mal drauf, dann kann man auch mal auf 100% umschalten, damit ihr mal seht, was macht mal plus plus auf 100. Oh, das geht auch ein okay. Das geht auch. So, habe ich gar nicht gewusst. Dann zeigt er nämlich 405 Kilometer Reichweite, wenn es voll geladen ist. Mhm. Man sieht aber den Unterschied, der braucht dann fast nochmal so lang, um von 80% auf 100% zu laden. Das ist ja bei den Ladern hier leider immer so. Aber das ist real. Ist nicht wie bei Tesla gibt es ja zwei Modi. Gibt es ja real und. Nee, da gibt es nur einen und, estimated und so. Das ist nicht der WLTP, sondern das ist das, was er jetzt selber berechnet nach der letzten Fahrweise, habe ich den Eindruck. Ja. Weil bei WLTP ist er ja irgendwie bei 360 rum oder sowas. Mhm. Okay. Gut. Was machen die da? Und unten wäre dann die andere Option, also 6 Stunden ist, mit AC-Laden? Genau, das ist natürlich nur plus 6,6 Kilowatt was zum ist Laden. Tragbar? Tragbar ist der 230 Volt Adapter. Achso, okay. Der braucht halt der braucht 31 Stunden, wenn es ganz leer ist oder wenn es bei 10% ist. Tesla ja auch. Okay. Aber das mal nur so zur Info, dann kann man immer da oben zurückdrücken. Ja, das bist du wieder ganz hoch. Achso, okay, dann gehe ich nochmal Kiwi. Aber okay. Ich spiele damit und schon. Jetzt, genau. Drück da nochmal drauf. Die Energie? Genau. Und wenn du jetzt oben nochmal drauf drückst. Oben wo? Da in der Mitte, Reichweite da. Hier? Ja. Dann gibt es auch noch so eine schöne Übersicht, wie sich das verteilt. Also das kann man dann auch nachher nochmal, wenn man gefahren ist, sehen, wie viel der Fahrbetrieb gekostet hat an
Energie und die Klimaanlage und die Elektronik. Und man sieht auch prinzipiell, wenn du Energie zurückgewonnen hast im größeren Umfeld, mhm. bei mir kommt da meistens null, weil ich, sagen wir mal, unter einen Kilometer zurückgewinne, dann ist das kaum ein 0,01 ja. Kilowatt. Aber ich habe schon gemerkt, wenn ich mal so längere Zeit im Berg runterfahre, dann bringt er da auch tatsächlich was. Mhm. Okay. Also das ist der Verbrauch der Klimaanlage. Das ist ja auch nicht schlecht zu sehen. Sieht man auch gleich. Finde ich ganz gut. Die Sitzheizung läuft allerdings mit bei Elektronik. Das hatte doch der Ioniq auch schon so. Mhm. Ja, du brauchst doch immer warm, oder? Popo warm, hier. Das ist ein bisschen. Ja, genau. Hinten hat es leider keine Sitzheizung. Das ist ein bisschen schade. Ja. Ist das eine Wärmepumpe? Jawohl, das ist eine Wärmepumpe. Ja, das ist gut. Ich brauche nicht so warm wie der Gabor. Gabor genau. hat immer ganz warm. Auch eine, ich mache auch zwei. Wenn er den unteren Knopf drückt, dann lüftet er sogar genau. im Sommer. Ach, was. Oder auch wenn man was anderes gemacht hat, so wenn man vom Essen ja. kommt. Dann kann man das auch machen. Dann lüftet es auch weg. Also, pfiuh, das ist seriemäßig drin? Das oder ist das nur bei dem großen? Das kann ich dir nicht sagen, ab wann da das drin ist. Ich glaube, vieles ist eigentlich serienmäßig. Das ist drin und zwar, wenn du die Ledersitze hast. Ja, wenn du die Ledersitze nicht hast, dann ist es nicht drin. Es gibt ja drei Ausstattungsvarianten. Genau. Das ist okay. Da habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, kann ich ein bisschen was dazu sagen. Okay, so, also, ja. Sehr gut. Also das ist so, das gibt es in der Premium-Ausstattung. Ja. Was kostet das schon, wenn ich fahren darf, die Premium-Ausstattung? So knapp 45, so ja. um die 45 okay. mit dem großen Akku. Also und was kostet das Mindeste? Also um die 30, ne? Um die 35. Ja okay. gut, ja, geht so du kriegst doch die Förderung noch. Hast du die schon abgezogen dann von deinem Preis? Nee, ich habe nichts abgezogen. Ich ziehe erst ab, wenn ich es wirklich auf dem Konto habe. Okay, ja. Vorher, gerade also, so diese staatliche Sache. Was gerade an Förderung? 4.000. Ja. Also die könnte man sich... Also eigentlich zwei, weil zwei kriegst du vom Hersteller. Kann man bei Hyundai handeln? Nein, glaube ich nicht. Zusätzlich zur Förderung? Nee, ich glaube, die Förderung kriegst du dann die 2.000 Euro vom Händler. Kann man bei dem die Preise runterhandeln? Weil bei Tesla geht ja nicht. Nee, bei Hyundai auch nicht. Da, also der hat schon signalisiert, der kann eigentlich alles verkaufen. Er kann sogar das Vorführmodell für 5.000 Euro mehr verkaufen, ja, hat er mir okay. gesagt. Okay. Also, das Auto rennt so gut, warum soll es runtergehen? Gell? Also, erstes, was du jetzt schalten musst, ist deinen Drive-Mode, nachdem dir jetzt alles klar ist. Ja. Der Drive-Mode ist jetzt hier im Moment, das ist ein bisschen ungünstig da, denn der ist jetzt das auf D, ganz unten. Guck, ja, so. Das ist jetzt D, genau. Und wenn du dann noch umschalten willst, die Charakteristik, das ist der Drive-Mode-Schalter da unten. Mhm. Jetzt haben wir nämlich EQ. Musst du mal vorne gucken. Ja, dann geht ändert da sich hier auf, das. Auf Komfort, das ist der normale, ja, das ist Sportmodus. Machen wir aber wieder auf Eco. Machen wir Eco, lass mal genau, Eco. Fangen wir mal Eco an. Aber Eco fährt sehr langsam. Nee. Also machen wir Komfort, machen wir so eine Mittelstufe. Ja. Willst du mit der Mittelstufe anfangen? Ja, machen wir Mittelstufe erstmal. Dann können wir nachher vergleichen. Gut. Okay, und hast du auf Drive, ja? Dann ja musst und Handbremse einfach, ist los. Du könntest noch den Auto-Hold einschalten und bleibt da auch stehen, falls du, wenn du holst, sonst creept er immer. Ey, mach mal Auto-Hold, genau. Habe ich jetzt eingeschaltet. Stehen, wenn du, genau. Auto-Hold, Rekuperation. Was Auto. Ganz wichtig ist, dieses Auto hat kein One-Pedal-Driving. Oh. Also am Schluss muss man doch bremsen. Okay, gut. Ja, er kommt nicht ganz bis auf Null runter. Aber das also kennst du ja vom Tesla. Ja, genau. Genau. Also aber es hat schon sehr hohe Rekuperation, oder? Ja, doch, das schon. Die habe ich jetzt auf Maximum. Lass mal auch mal so. Kann man prinzipiell dann über die Pedal verändern. Super. Dann fahren wir einfach los. Wohin fahren wir raus? Das wissen wir nicht. Fahren wir hier rechts raus, das ist nicht so viel Verkehr. Okay. Also Drive habe ich, alles gut. So, ja, so langsam erstmal. Das, Gefühl, oh, das ist das Fahrgeräusch übrigens für die Fußgänger, was man gerade so hört im Hintergrund. Ich höre nichts. Doch. Könnte man theoretisch auch abschalten. Ja, so. Ja, wo kann man das abschalten? Ja. Das habe ich nicht gefunden. Unten am Lenkrad. VESS. Genau, da bin da genau. Vehicle, bla bla, Sound System oder so. Ja. Ich schalte es mal ab, ne? Okay. Kann man irgendwie die Kamera hinlegen? Das ist schon die wäre aber in der Ecke rumfliegen, glaube ich. Das ist schon mal schön. Das Auto hat leider sehr viel glatte Flächen, habe ich jetzt festgestellt. Oh ja, rekuperiert aber jetzt kann nicht, so richtig. Ja, ich habe sogar die intelligente Rekuperierung eingeschaltet, die ist nämlich neu hier, im Gegensatz zum Ioniq. Mhm. Dann soll er ein bisschen auf vorausfahrende Fahrzeuge achten und dann stärker rekuperieren, weil es vor ihm ein Hindernis ist. Okay. Funktioniert auch so, man merkt es nicht gar nicht so stark, aber es funktioniert. Und was mir gerade auffällt, ist so, wenn du jetzt auf Null bist, also bremst und dann loslässt, dann ist dieser Vortrieb im Leerlauf quasi so viel höher als beim Tesla. Habt ihr jetzt ein Auto holt an oder nicht? Doch, Auto holt doch an. Dann dürft das eigentlich gar nicht mal. Aber wo zeigt er das wahrscheinlich an? Nicht ganz. Der macht den Auto holt nur, wenn du ganz wirklich standst. Ach so, dann okay. Macht kein Furt. Ich fahre jetzt mal hinter dem her, ne? Irgendwie rechts, ja, oder? Fahr mal auf die Autobahn. Wie ist es vom Power so? Ja, wie also Gaspedal, jetzt müssen wir gleich mal gucken. Dankeschön. Weil du hast jetzt nur den normale, ja? Du hast so, jetzt drücken wir mal ein bisschen drauf. Ja, yeah. Wie gesagt, das ist ja. Das sieht gut, ja? Ja. Das ist auch trockener Boden jetzt gerade. Ja. Also hast du nicht diesen Punch, ja? Wie vom schalten wir auf Sport um. Oh ja, dann hast du Punch, pass auf. Ja. Das hat nämlich bei meiner Frau habe ich das gemacht, während der Fahrt. Da die gesagt, jetzt drücken wir kurz. Ja, das stimmt. Das macht schon Spaß. Tesla. Das ist Tesla. Das ist schon gut. Nee, Tesla ist es nicht. Doch, das ist Tesla. Na gut. Kleiner Tesla. Nein, aber ganz kleiner. Rechts, links? Rechts, fahr mal rechts. Ja.
wir fahren jetzt Richtung Karlsruhe. Ja, wir fahren Richtung Baden. Ist das da ein Stau ist, ne? Da ist kein Stau. Vorhin war da eine Warnmeldung. Ja. Na gut, also für mich ist, war jetzt der Sportmodus... Also ist auf jeden Fall mehr als jeder Verbrenner. Ja, okay, das auf jeden Fall mehr. Auch Tesla ist es nicht, das ist ein Kick viel mehr. Fahren wir Autobahn oder nicht? Sonst müssen wir geradeaus nicht fahren. Ne? Muss aber auch nicht Tesla sein, finde ich. Also. Markus, wo fahren wir hin? Fahren wir geradeaus. Ja, muss allerdings. Ja, oh ja. Und bremst weniger? Ja, du musst selber die Bremse schon betätigen. Das schon. Ah, okay. Oh, du hast jetzt hier, guck mal, jetzt kriegst du ja doch mal eine Warnung. Die habe ich nämlich noch gar nicht hingekriegt. Du hast eine Warnung? Also wegen Annäherungsalarm. Ja, da war kurz der Auffahrassistent. Aber er hat schon gut rekuperiert, wo wir ihn hatten. Wo stehst du denn jetzt bei Auto, ne? Ja, Auto, genau. Autorekuperation. Ja, da macht er nämlich auf, wenn vorne ein Auto ist, tut er stärker rekuperieren als. Sportmodus zieht jetzt gut. Du kannst jetzt hier eine VIP-Tasten in den Rekuperationsdings einstellen. Ja, ich habe ihn eh auf Maximum. Was mir auffällt ist, du musst nur ein bisschen berühren, dann geht er schon los. Ja, genau. Deshalb würde ich nochmal sagen, schalt nochmal den Modus zurück. Ich habe nämlich das Gefühl, der Sportmodus ist ein bisschen arg ruppig. Ja, ist auch sehr ruppig. Ja. Also jetzt hast du mal, jetzt hast du die softe Variante, das ist Eco. Genau. Ja, das ist, ja, das ist besser. Ich fahre eigentlich im Moment nur in diesem Eco, aber muss mal selber so ein bisschen Feeling machen. Das Auto ist ja gar nicht so schwer, so groß, obwohl 1,8 Tonnen hat es, glaube ich, auch. Ne? Ja, ja, 1,8. Oder wenn wir, drin hocken, also du nochmal so 50 Kilo, ich 250, dann sind wir auch bei 2 Tonnen. Also es gibt ja dann noch einen kleineren Akku, was hat der, 39 Kilowattstunden, glaube ich, ne? Ja. Und da ist auch ein bisschen besserer Verbrauch angegeben. Weil er leichter ist. Wegen dem Gewicht. Ansonsten ist der so kalkuliert unter 15, ich glaube mit 14,5 oder so ist er kalkuliert, glaube ich. Ja, das ist gut. Du sitzt definitiv höher, also das merke ich, also so diese, du hast mehr Überblick als beim Tesla. Das ist Model Y-Feeling. Ja. Das ist noch nicht Model X-Feeling. Model Y sollte auf keinen Fall. Das ist ja. Nee, gut, dann wollen wir mal von der Größe. Wir müssen mal mit Model 3 so, vergleichen. Wir stehen ja mal, jetzt könntest du noch mal. Also Auto holt? Also hier drauf. Es hält, ja. Er zeigt ziemlich viel im Display an. Ich habe jetzt auch mal sämtliche Anzeigen, die er kann, eingeschaltet und sämtliche Intensitäten auf Maximum, um zu gucken, was er so kann. Ja. Jetzt fährst du mal hier auf die Autobahn Richtung Stuttgart. Ich achte jetzt ein bisschen mal auf die Außengeräusche. Das ist okay, gell? Oder? Oder ist es lauter als... Ja, ihr habt den Vergleich zum Tesla. Richtung Stuttgart, also erst die zweite, ne? Hängt auch ein bisschen sehr viel von den Reifen ab, habe ich letztens auch gesehen. Ja, ist ein Winterreifen. War bei mir auch so. Die Sommerreifen, abgefahrene Sommerreifen waren auch sehr laut bei mir jetzt. Also Conti-Reifen haben wir schon auf die linkere Spur, aber noch nicht abbiegen. Ja. Du hast das auch mit dem Entertainment und Navi rumgespielt? Machen wir mal ein Map? Ja, ich habe mit dem internen Navi jetzt weniger gemacht, weil ich habe immer Probleme mit der Realtime-Traffic, aber... Point of Interest. Ich gucke, ob sie hält. Ja, hält aber auch. Ja, jetzt bei Autoholt muss da eigentlich, wenn Ladestation. Hält. Ladestation. Hält aber jetzt, solange ich wieder Gas gebe. Mhm. So wie beim Tesla. Ansonsten hat er einen Creep-Modus. Okay. Ich mache also aber bei mir Creep-Modus auch ausfallen. Ich mag Aldi, guck mal, Aldi. Man merkt halt schon, dass... Aldi-Stecker. Aldi Süd. Aldi Süd, ja. Also man merkt schon, dass Hyundai auch Verbrenner baut. Mhm. Und das Auto ist eigentlich auch bei vielen Sachen so gebaut, dass ein Verbrennerfahrer sofort mit klarkommt. Genau. Ja, dieser Umstieg soll ja nicht so erschwert werden. Also wir gehen jetzt zur Aldi Süd Schnellladestation. Ist halt, also wenn du so, da fahren wir nicht. Also wenn du in das Auto einsteigst, ja, dann merkst du es erstmal gar nicht, dass ein Elektroauto hast. Wir fahren hier eine Runde und dann kommen wir zurück zum Supercharger. Oder du merkst ja nicht in dem Auto, wenn du erstmal einsteigst, dass ein Elektrofahrzeug ist. Also nee, eigentlich nicht. Ja. So, jetzt muss ich nach Stuttgart. Genau, Stuttgart und dann fahren wir die nächste dann wieder raus Richtung Nürnberg. Ups. Mal ein bisschen Feeling hier kriegen. Genau, Autobahn-Feeling. Oh, nee, die Sonne kommt raus. Man muss ganz klar sagen, Highlight von dem Auto ist einfach den Ioniq ein bisschen mehr SUV-mäßig gebaut und einen größeren Akku rein. Das war, glaube ich, das Ziel von Hyundai, auch von vielen Ioniq-Fahrern, glaube ich. Aber SUV ist es ja nicht, das ist eher so Mini-SUV. Ja, so höher ein bisschen. Ich weiß nicht, wie sonst die so Klasse. Crossover nennt man das? Nee. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennt hier. Crossover, also so ein kleiner Mini-SUV heißt das. Crossover, gerne. Ja, also wir gucken es ja noch von außen an oder haben das schon von außen angeguckt? Wir gucken das von außen an. Wir faken nichts. Wir wussten nämlich vorhin nicht, welcher Reihenfolge wir das aufnehmen hier alles. Wir werden das außen angeguckt haben. Also Markus, du kannst zumindest mal da die Mittelkonsole ordentlich filmen noch. Ja, habe ich ja schon ein bisschen. Auch noch eine tiefer gelegte da drunter. Ja, das machen wir alles. Ich habe aber bloß Angst, wenn der Gabor fährt. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen. Du musst auf Gabor aufpassen hier. Ja.
Uber-Fahrer. Außerdem, wir schlagen die Scheiben, Jungs. Ich weiß nicht, was ihr macht. Wir haben zu viel Wallung. Ich kann hinten nicht mal den. Nicht mal, ich glaube, den Kindersicherung. Irgendwas piepst. Guck mal, weil der hinten mir so nicht aufhört. Ja, du hast eine tote Winkel. Warte mal, wir machen hier klein mit. Machen wir mal an. Ah, das ist auf off, das Auto. Ja, ist auf off klein mit. Nein, 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 das Auto auf Auto. Es klickt nicht so viel rum da. Jetzt machen wir mal die Klimaanlage an und Heat auch. So. Ah, okay. Dass wir mal ein bisschen hier rauskommen aus dem. Wetter. Gabor, guck mal, dieses schöne Wetter. Endlich ist die Sonne rausgekommen. Ja. Wir müssen wieder runterstellen. Ja, so. Also der mittlere Sitz ist nichts, sage ich euch. Das ist mir völlig unbequem. Ja? Weil mit dem Rücken hat man es irgendwie ganz komisch. Ja, ich meine, sag mal, das ist halt auch eher ein Viersitzer plus der, einer irgendwie. Ja, genau. Notfall. Also die anderen sind okay. Man hat auch ganz wenig Mitteltunnel hier. Das geht eigentlich vom Sitzen da hinten in der Mitte, aber. Ideal ist das hier definitiv nicht. Ich suche ich mal drauf. Was denn los? Also Eco-Modus kann ich jetzt nicht drücken, oder? Ja, doch, du hast den das limitiert auf 120. Aber deswegen Eco haben wir keine Klimaanlage mehr, Leute. Schaltet also limitiert auf 120. Ja, ich mache mal Sport. Normal. Oder normal. Jetzt ist mal normal. Ja, genau. Jetzt. Also mach ich mal Sport, Achtung. Ja. Das ist so ein bisschen Turbinjet. Man muss ein bisschen gucken, weil das Auto fährt ziemlich schnell, bremst aber ein bisschen schlecht, also nicht so arg auf die anderen vorne drauf fahren. Okay. Ist eh 120 hier, ne? Oh, dann mach ich was. Da vorne kommt man 50. Achso, das war wieder Eco. Okay, Komfort. Wir machen Komfort weiter. Das kriegst ja du. Nee, den kriegt der Stefan. Also ich bin definitiv schon zweimal geblitzt worden mit dem nächsten Fahrzeug, habe aber noch nie was bezahlt. Einmal, ich aber auch. Einmal, oh, das hatte Stefan jetzt nicht gehört. Ich weiß gar nicht. Es kommt alles drauf. Oder haben die gar nichts? Bin ich nicht geblitzt worden? Ich habe immer gedacht. Gut, dass hier die Warnung auch. Das Next Movie ist so tolerant, muss man echt sagen. Einmal die schicken ja die Tickets nicht mal zu den Leuten. Also, muss ich nicht. Der hat keine toten Winkel. Weil doch, doch, pass auf. Auch die da neben mir, der komische. Der. Das ist er wieder. Hast du gesehen, wie er dich angeguckt hat, weil du ihn gefilmt hast? Echt? Musst du filmen? Ja. Da ist dieser tote Winkelwarner drin. Aber es ist leise. Er ist ohne Winkel. Ist leise, gell? Also jetzt ist es wirklich leise. 120. Du musst mal gucken, dass du wieder rauskommst, weil der dort wieder drehen wird. Oder Leonberg muss nochmal eine Ausfahrt geben, oder? Ja, sag mir rechtzeitig Bescheid. Aber ja. Ich sehe jetzt wirklich, kann eh nicht Gas geben. Ich kann aber jetzt eh kein Gas geben, weil hier 120 ist und außerdem viel Verkehr. Wir haben immer noch große Ballungen hier schon mal alles geschlagen. Da vorne ist eine Ausfahrt. Ja, wir müssen gucken, dass jetzt wieder der tote Winkel ist. Guck mal, jetzt hat er sich gewarnt, dass da einer ist. Ja, das ist gut. Ja. Ich habe ihn auch auf früh, glaube ich, und irgendwie weit eingestellt, sodass er das eigentlich auch, wenn man es schon selber. Ja, aber ganz rüber, ist das jetzt schon der Ausfall? Ja, genau, rüber, ja. Ups, Entschuldigung, das Mikrofon ist gerade wieder einen kleinen Tick bekommen. Ups. Ist das nach der Rastung? Ja, ich kenne mich ja nicht hier in der Gegend aus. Ich auch nicht. Noch nicht. Achso, okay. Kennt sich keiner hier aus. Das nee, ich fahre hier bloß immer nach Navi hin und wieder zurück. Ja, haben wir das Navi ist noch das drin? Teststrecke? Haben wir noch dahin? Haben wir das noch drin hier? Hier teste ich nichts. Haben wir das noch drin? Also die alte Ziel? Adresse? Nee, ich bin da nicht mit dem hingefahren. Genau, Supercharger Leonberg. Ich bin mit dem da nicht hingefahren. Ach so. Ich bin mit dem Google Maps gefahren. Ich fahre immer mit CarPlay. Naja, jetzt gucken wir mal. Jetzt hänge ich hier zwischen zwei LKW. Ist ja cool. Also letzte Ziele kann ich nicht gucken. Also ich habe ja keine letzten Ziele gehabt. Okay. Hier ist keine Ausfahrt, Leute. Ja. Na gut. Da ist keine Ausfahrt, da ist ein Rastplatz. Ja. Ladestation. Du musst doch die Ladestation von Leonberg muss doch da drin sein. Ja, auf der neuen Ramptel, ne? Das fährt sich gut. Also, fährt sich wie ein Auto. Ich glaube nicht. Ja, ne? Fährt wie ein Auto. Fährt wie ein Auto, hat er nicht gedacht, ne? Also da gibt es also nur Aldi und Volkswagen. Ich hatte den Nissan Leaf 2, ja. Zwei Wochen, ja. Aber wirklich ausgiebig getestet und komm, ich finde, der geht mehr. Also, echt? Ja, finde ich. Hat aber viel weniger Power. Ich finde aber, der geht schneller, habe ich das Gefühl. Echt? Mhm. Jetzt fahren wir nach aber gut, Navigation. Kann ja sein, dass ich mich täusche, jetzt, weil ich vielleicht wieder vom Tesla herkomme. Routenführung wird gestartet. Mal schauen, was passiert. Was das jetzt einnehmen? Leonberg. Also, Leonberg. Du musst da vorne, glaube ich, sie umdrehen, genau. Ja. Ich glaube, Sie sofort. Ich glaube, an diesen Raststätten hat es auch Ladesäulen. Ich bin aber nicht ganz sicher. Ah, da ist sie vorne. Weil also die sind ja in Spaten-Württemberg ja ganz schlecht beschildert, habe ich festgestellt.
Also in Grübingen haben sie jetzt endlich die Ionity mal auch beschildert. Autopilot, Jungs, wie mache ich das jetzt? Nein, erstmal auf Mode drücken, auf ganz der rechte Schalter rechts. Ja, das ist kompliziert hier, die ganze Filme. Den in 2 Kilometern rechts. Da drunter nach unten drücken. Den hier? Ja. In Richtung Stuttgart-Zentrum. Ist gerade kaputt. Also Mode? ACC ist gerade kaputt. Okay. Nein, nicht auf Limiter schalten. Wieder umschalten, den Modus oben auf Cruise. Nochmal drücken. Oben den Modus nochmal drücken. Mach mal mir. Nochmal drücken, den Modus. Jetzt. Und jetzt runter drücken. Den hier runter? Ja, runter. Jetzt hast du einen drin. 109 hast du drin. Und der lenkt jetzt auch? Ja, wenn du unten ein grünes Lenkrad hast, lenkt er. Ah, okay, okay, genau. Aber den macht er einfach aus, das grüne Lenkrad, und plötzlich lenkt er nicht mehr. Ich glaube, wir müssen da umdrehen, ne? Ja, hier müssen wir raus. Und dann links halten. Aber guck mal, den wechselt das Spur. Nee, da wechselt keine Spur. Sieht so aus, als ob. Das war ich. Wenn du kurz die Bremse drückst, macht das aus, oder diesen Null da, die da drunter ist, drücken. Ganz also unten okay, die Null. Okay. Aber jetzt habe ich mir noch das Auto mit diesem. Was heißt ja, das? Ja, das vor dir, dass er vor dir einen erkennt. Ah, okay. Mir ist aufgefallen, dass der Tesla überhaupt keinen Limiter hat. Wisst ihr das? Wie Limiter? Ja, dass man einstellt, ich will bloß 100 fahren, und dann gibst du Gas und mehr geht nicht. Das geht nicht, ja. Ja, das gibt es gar nicht, die Funktion. Ja, du musst ja hochgehen mit dem Autopilot, bis auf 100. Nee, das ist ja der ACC, was du meinst. Links halten? Links halten, ja. Stuttgart Zentrum. Links halten. Frauen links oder Männer links? Ja, genau. Frauen links oder Männer links? Das war wieder, oh je, das wird wieder, das wird wieder Kommentare geben, Leute. Boah, Leute, rausschneiden. Es muss, ja, wir schneiden nichts rechts. Wir schneiden nichts. Wir sind ja jetzt gefahren, ne? Weißt du, ich krieg ja immer vorgehalten, dass der Frank vom Kanal schräg. Das ist gut, ich weiß nicht, wenn sehr fährt. Was für langsamer hier? Du fährst doch richtig schnell. Aber fährt viel zu sportlich hier, das ist doch kein Sportfahrwerk. Also, ich kriege immer vorgehalten, dass der Frank vom Kanal schräg so seriös ist. Ja, genau. Und immer viel mehr weiß als du, Markus. Und jetzt müssen wir hier mal den Frank bloßstellen. Also du hast jetzt gerade gesagt, Frauen links und Männer links. Normal ist es ja rechts, das ist falsch, ne? Okay. Jetzt musst du irgendwie wieder zurückfinden. Nein, ja? Es gibt so eine Rechts-Links-Schwäche. Ja, aber haben das nicht Männer auch? Männer. Das piepst ja schon wieder. Sag mal, er ist ziemlich am Piepsen, okay, das geht. Du machst ziemlich viel. Nee, war alles okay, der war weit hinter mir. Die Autobahn an der nächsten. Kannst du eigentlich mal die Map wieder einschalten? Ja. Man sieht ja gar nichts. Naja, jetzt das muss man da einen großen Kringel fahren, dass man wieder. Das ist halt hier raus. Du musst das alles fahren. Okay. Also. Holt er mich rechts? Guck mal, diese Überholung, dieses Annäherungswarnsystem, ja. Ist echt cool. Wir sagen nicht, wer drin fährt. Ja. Und eine Frau, gell? Das hast du jetzt wieder gesagt. Okay, ist wieder neutral. Guck mal, wie schön die Sonne auf Stuttgart scheint. Ja, ich meine, die Autos, die kleinen Autos, die fahren einfach zu schnell. Dann kannst du einfach rechts nicht bremsen. Rechts abfahren. Wahrscheinlich denken diese E-Autofahrer so rumkriechen in der rechten Spur. Du, das Gefühl habe ich ja auch manchmal, dass sie uns dissen. Ja, genau, die dissen uns extra. Aber heute habe ich wieder so einen fetten Audi abgezogen. Der hat danach tatsächlich an der zweiten Ampel hat er sich nicht mehr neben mich gestellt, sondern hinter mich. So ein bisschen weiter zurück. Ja. Also, ich trau mich weil nicht. Beim Losfahren hast du richtig gesehen, dass der Vollgas gibt. Und dann bin ich, weil ich gar nicht so direkt dann so auf Vollpower gedrückt habe, bin ich dann sauber an ihm vorbei weggefahren. Ne? Ja. Und dann danach wollte er das nicht. Die unterschätzen alle, wie ihr das abgeht. Dann hat mich leider ein Smart jetzt abgezogen. Und ein Verbrenner-Smart. Ein Verbrenner, aber auch noch. Der ist sowas von schnell von der Ampel weggekommen, das habe ich noch nie gesehen. Nee, es war eine Kurve, ich konnte in der Kurve nicht richtig Gas geben. Und der mit seinem Smartler, der ist so zack auf der Innenkurve, wo er ja weniger Bahn hatte, ist er dann an mir weggezogen. Aber auf der Autobahn hat er dann keine Chance mehr gehabt. Du musst gerade an die Nase denken. Ja, an die Nase so. An die Nase, genau. Ist aber jetzt, wir müssen die neue Erfindung von, das haben wir jetzt gerade ein Video geguckt. Neue Erfindung von der Dieselindustrie. Ja. Das ist Aktivkohlefilter. Ach so. In mit Handstoff getränkt. In Handstoff getränkt. Dann kriegst du auf die Nase und dann hast du saubere Luft. Ja. Hast du saubere Luft, genau. Ich dachte, wir müssen jetzt so diese roten Mützen alle aufhaben heute. Genau, das müssen wir auch. Das haben wir vergessen. Oh. Wo sind wir jetzt hier eigentlich? Hier sind ganz viel VW, sehe ich da. Guck mal, ein Audi. Audi-Händler. Können wir mal da hinfahren und fragen. VW-Händler. Bist du schon mal weggeschickt worden mit deinem Tesla irgendwo? Wenn nein. Aber so weit geht's nicht. X, glaub, echt, wo du nach Berlin gefahren bist, sagst du, nee, du kommst hier nicht rein oder wie? War das echt so bei dir? Nein, aber ich hatte schon, ich habe ja mal so Ladesäulen-Rundfahrten gemacht und da waren noch viele Ladesäulen, standen ja bei hier bei so Autohändlern.
Ort. In 100 Metern rechts halten. Ich lasse mal die Flügeltüren zu. Man muss ja nicht übertreiben, ne? Man muss es ja nicht übertreiben. Ja, das ist schon eine Show, ne? Wenn die Flügeltüren hinten aufgehen. Wenn die Show noch laufen, das ist noch mehr. Ja, also die Musik, ja, das ist schlimm. So. Nee, inzwischen kennt das, glaube ich, auch ja, fast jeder. Genau. Hast du den Eindruck? Also, ich fand es auch ein bisschen so schwierig, wenn du mit dem Model 3 irgendwo unterwegs bist. Klar, wenn jetzt Leute so, die Fans hier aus unserer Blase, die kennen das Auto, aber ansonsten interessiert das überhaupt niemanden, das Auto. Ja, ja, das ist. Model X meinst du jetzt? Also beim, Model 3. Nee, ist Model 3. Also bei mir jetzt vor der Tür hat keiner gefragt von den Nachbarn. Echt? Rechts halten. Ja, wir sind ja so um den, wie die kleinen Kinder durch Düsseldorf gefahren. Ja, ja, da hab ich ja schon gemeint, der muss jetzt auf unser Auto drauf springen, ne? Aber es war auch nichts, ja, passiert. Deshalb auch dieser Kona. Weniger, aber ein paar haben es erkannt. Ja. Also, ja. Also der Kona, der sieht einfach aus wie ein normales Auto. Ja. Oh, hier, schöne Anzeige da. Ja, das ist eine schöne Anzeige. Guck mal auf dem Display jetzt. Voll drauf. Weißt du, wo du hinfahren musst? Guck, du musst jetzt irgendwie so einen seltsamen Schlenker fahren. Karlsruhe-Heilbronn. Du sollst so einen seltsamen Schlenker fahren. Und dann fahren wir ungebremst bis Karlsruhe. Und dann rechts halten. Und dann rechts halten Richtung Heilbronn, A81. Richtung Heimat führen. Aber ihr müsst jetzt hier gucken. Also ich hatte vorhin, wo ich herkam, glaube ich so um die 20 Kilowattstunden. Und nochmal raus. Ne? Durchschnitt. Ja, jetzt hier rechts. Ja. Genau. Also ja, da braucht schon was. Halt so eben super halt toll ist die Anzeige auch nicht. Aber bin ich jetzt schlecht gefahren? Also ich meine, im Sinne von Verbrauch. Nee, aber du bist auch nicht mods sparsam gefahren. Ich meine, wir sitzen noch drei dicke Kerle jetzt hier drin. Ich glaube, der eine ist nicht also am Gewicht. Wenn du nicht Vollstrom auf der Autobahn fährst, hat er eigentlich locker irgendwie 17. Ja, das ist okay. Wenn jetzt 10, ja gut, 17 Kilowattstunden, also 170 für Tesla-Fahrer. Die nächsten 6 Kilometer der Streckenführung weiter folgen. Okay. Ach, weißt du, was jetzt gepiepst hat gerade? Das war, weil ich jetzt zu spät geblinkt habe und die Spur gewechselt habe. Ja, das ist dieser Spurwarner. Spurverlassenswarner. Kannst du ausschalten auch, das nervt mit der Zeit. Das nervt wirklich. Ja. Ich lasse immer alles an, um zu gucken, was das Auto kann. Also er hat viele Helferlein drin. Ja, aber er hat keinen Einparkassistenten, Leute. Ja, genau. Das ist schlecht, ja. Ich glaube, Autopilot. Hyundai hat noch nie Einparkassistenten gehabt, oder? Ist eh 100, ne? Ja, mach mal Autopilot nochmal rein. Autopilot, so, jetzt mache ich da mal Mode. Nee, du musst den Mode nicht ständig umschalten. Achso. Jetzt bin ich auf Cruise. Jetzt runterdrücken. Okay, jetzt wäre und jetzt kannst du das noch ein bisschen variieren, wenn du leicht hochdrückst, dann kannst du in Einzelschritten variieren, auf 100 oder was du willst. Ah, okay. Wenn man länger drückt, dann macht er auch in 5er oder 10er Schritten dann. Und dann hast du hier die Geschwindigkeit. Genau. Okay. Und wenn unten das Lenkradsymbol grün ist, dann lenkt er auch selber. Ja. Aber wie gesagt, muss man aufpassen, er schaltet jetzt einfach ab, ohne einen zu warnen. Ah, jetzt sagt der Lenkrad wieder anfassen. Ja, das macht er auch. Es kommt relativ schnell. Ja, das war mittlerweile auch. Das ist alle 30 Sekunden. Ja, hier ist es schneller. Ja. Aber hier ist es auch gefährlicher, weil das Auto im Grunde ja gar keine so. Das ist nur eine Vorstufe davon, muss man ganz deutlich sagen. Er hört ziemlich schnell immer auf, selber zu bleiben. Ich habe das bei Leaf 2 probiert, aber auch alle 50 Sekunden kann das. Aber hier ist es auch schon ein bisschen. Also Leaf und Ioniq sind da in der Technik, glaube ich, ziemlich gleich. Ja. Also enge Kurven kann keiner von denen richtig. Guck mal, was jetzt passiert, wenn der hier rüberzieht. Ah, bremst ab. Ja, Lenkradanfassung, ja. Ja, ich habe es auch manchmal, dass er an Autos nicht vorbeikommt, weil er im Radar die zu sehr schon sieht. Dann bremst er lieber. Ach so. Also was ich auch gut finde, der hat so eine Staufunktion, jetzt staut es ja gerade nicht, dass wenn der vor dir wieder weiterfährt, dann gibt er dir einen Pfeifton, dass du jetzt auch mal wieder weiterfahren kannst. Aber er fährt nicht selber weiter? Doch, wenn es innerhalb von 10 Sekunden, glaube ich, ist. Ansonsten, wenn der vorne wegfährt, dann piepst er kurz, damit du wieder aufmerksam wirst und kurz aufs Gas drückst. Dass du wieder aufwachst. Das geht weiter. Das finde ich nicht schlecht. Also weil manchmal verpennt man das ja dann, wenn die also auf Automatik fahren, die Autos. Mhm. Und er kann auch dann das ist jetzt auch neu vom Kona, im Gegensatz zum Ioniq, dass er scheinbar auch als Stauassistent hinter Autos herfahren kann. Habt ihr irgendwie eine Flasche hier, wo ich hier einklemmen kann, damit ich nicht überhalte? Nee, ja, das machen wir nicht. Das noch mit Kamera. Ja. Das macht die Ofe doch auch immer. Ja. Wer ist das? Ofe kennen wir nicht. Irgend so ein Typ was macht. Also ich halte mich an Michael S. und an Evie Paddy, das sind die beiden Kona-Experten. Genau, und die haben auch sehr viel Meinung über den Tesla. Und wenn die das nicht machen, ja, wenn die da keine Flasche reinklemmen, dann können die auch wieder rein. Links halten, auf die A8. Nee, jetzt musst du nicht mehr hören. Im Grunde musst du jetzt rausfahren. Ja, da musst du doch gleich umfahren. Sauer aber noch. Nee, aber das ist jetzt falsch, jetzt müssen wir wieder rausmachen. Achso. Wieso kannst du es nicht bedienen? Route. Pause. Ja, dann fahre ich hier raus. Ja. Nee, du musst da auf die rechte, aber du musst da Richtung Leonberg abfahren. Ja, genau. Route abbrechen.
Guck mal, ich bin so weit weg von dem LKW, trotzdem liebst. Ja, ich habe den nämlich auf Frühwarn oder Weiterwarn oder so. Nürnberg Ost, musst du aus, ne? Nürnberg Ost. Okay. Mach ich den nochmal aus. Ja, wäre gut. Also langsam kriege ich ihn. Ja. Was ist das hier? Da schaltet er die ganzen Menüs durch. Ja, den machen wir nachher im Stehen. Ach so, okay. Machen wir nachher im Stehen nochmal. Also im Grunde hast du auch nur diesen rechten Teil da. Das ist das Einzige, wo du so ein bisschen Menüs hast. Ganz schon ziemlich viel Zeugs. Ne? Ja, aber ja, du im Dunkeln ist total verwirrend. Das ist ja, alles blau und weiß. Schick, es sieht schick aus. Ja. Ja. War irgendwie schon. Ja, also ich war am Anfang überfordert, vor allem im Dunkeln auch. Weil das Ganze hier leuchtet ja auch in unterschiedlichsten Farben. Ja, also da muss man vor allem, weil viele Funktionen sehr ähnlich sind, aber immer dann einen separaten Knopf haben. Wozu die? Das ist die Pedals. Kannst du die Rekuperation noch separat einschalten. Ach so. Weil jetzt habe ich den auf Maximum, auf 3. Aber es gibt noch 2, 1 und 0. Wirklich jetzt mal? Ja. Es gibt Leute. Wo sehe ich was? Ach, da unten, da schaut das weg. Muss aber so aufpassen, das rekuperiert dann nicht mehr. Ne? Okay, dann nehmen wir mal dann. Dann segelst du nämlich. Ah. Und es gibt ja Leute, die segeln mit dem Auto so gut, dass sie bloß 10 Kilowatt auf 100 Kilometer verbrauchen. Ne? Ja, das geht. Aber wenn die Rückenwind haben. Also ich kenne da so Experten, die machen das auch. Ich kenne Ionix. Soll ich Leo Bett? Das rechts, ja. Das rechts. So, ja, die gehen beide rechts. Da links dann. Hast du den Rico wieder angemacht? Ja. Ja, ja, ist jetzt voll an. Aber ja, genau, also das. 3 Stufen hat er und aus, hat der Rico. Und diese neue. Was ist das? Ja, der tut irgendwas, ne? Was denn? Von der Lüftung. Lüftung, ja. Geht kaputt. Lüftung. Genau. Als ob so ein Blatt drin gewesen wäre. Also ein bisschen hört man den Motor so. Mhm. Ja. Was für schöne Wolken wir haben. Ja, okay. Was? Ja. Cool. Top. Man muss ja immer den Preis hier auch sehen, gell? Also ja. Verhältnis, ne? Vollausstattung hast du, haben wir gesagt. Du für 35.000, 40.000 Euro ein Auto bekommst, was so viel kam, wie 100.000. 47, ne? Ist das, glaube ich, hier Vollausstattung jetzt, ne? Ja. Mit Schiebedach und allem. Wir gehen nachher nochmal durch, weil ich habe die Preisliste ziemlich gut studiert. Und da kann ich noch was dazu sagen. Markus, bist du der Meinung, man braucht die Vollausstattung oder gibt es auch eine Version dazwischen? Ich bin hin und her gerissen. Es ist, wenn du die Vollausstattung nicht nimmst, hast du diese Sitzlüftung nicht, was ich nicht unbedingt brauche, die Sitzlüftung. Aber diese Heizung. Die Heizung hast du auch bei den Stoffsitzen. Okay, also das würde mir persönlich reichen. Und du hast halt eben diese, du kannst diesen Pilot nicht, den Autopilot. Und ich muss nochmal genau nachgucken. Na, tote Winkelassistent hast du nicht mehr, wenn du Premium nicht hast. Wisst ihr, was genau ist? Was ist der Unterschied jetzt groß zwischen dem und dem Niro? Ja, der Niro ist tatsächlich wertiger. Also ich habe mir ja auch angeguckt da, wo wir auf dem Hockenheimring waren. Wertiger? Ja. Okay. Ich finde den ein bisschen wertiger. Die Technik drunter ist wohl dieselbe. Also die Verbrauchswerte sind ja total gleich. Mhm. Ich vermute aber, dass das Auto eigentlich teurer sein müsste bei Kia. Ich habe gestern die Preise aber gehört, war jemand da? Ja, ich wundere mich. Weißt du, ich wundere mich eigentlich. Der hat gesagt, dass die Preise ungefähr im selben Level sind. Jetzt rechts, ja. Deshalb wundert mich, weil meiner Meinung nach der Niro doch eigentlich wertiger aufgebaut ist. Und, ist größer, oder? Etwas größer in Erinnerung, ja. Vor allem hinten im Kofferraum. Also Akkukapazität ist gleich. Mhm. Und auch die WLTP-Werte sind ziemlich ähnlich, also ganz wenig Unterschied ja nur. Stellen wir uns wieder vorne beim Supercharger. Ja. Steht da ein Tesla. Ja, natürlich. Wir können ja mal laden jetzt da vorne, oder geht das nicht da vorne? Nee, das lassen wir lieber. Laden tun wir nicht. Wieso? Laden dokumentiere ich. Okay. Er lässt mich nicht laden. Nee, ich will nachher noch an einem Schnelllader laden. Von okay. Also. Ich möchte, dass er jetzt eigentlich ein bisschen runtergefahren ist. Kannst du mal das Sternchen da drücken, rechts? Sternchen? Ja. Upsa. Und dann sieht man die Anzeige wieder. 52. 8% haben wir verloren. 8%? Ja, weil, glaube ich, so bei ab 40% lädt er maximal. Wobei ich den Verdacht habe, dass er eine Weile braucht, bis er seinen Akku auf Temperatur hat. Dass es daran erliegt und nicht unbedingt an dem State of Charge. Weil es ist ja so, wenn man eine Akkuklimatisierung hat, heißt das noch lange nicht, dass er die in 5 Minuten, so wie beim Tesla, scheinbar auf Temperatur bringt, den Akku. Ja, weil man hört ja manchmal, ich weiß nicht, wie es bei euren Teslas ist, also bei den neueren, der föhnt ja wie blöd, wenn das zu warm oder zu kalt ist. Ne? Ja, das kommt auf einen. Und wie viel du vorher gefahren bist, wie schnell du gefahren bist. Und der hier ist ziemlich dezent in dem, was er da so an Geräuschen von sich fährt schon leise, gell? Ja, fährt leise. Fährt schon sehr leise. Da steht ein i3 jetzt dann gerade. Fast wieder dahin, wo wir vorhin gestanden haben. Ja, wir mal vorwärts hinparken, weil der hat ja vorne die Kurzkamera hat er auch, ne? Ja, klar. Hat er die immer? Der hat, glaube ich, auch immer, ne? Ja, der hat er auch immer. Jetzt kannst du mal vorwärts einparken, weil wir ja... Ah, da vorne. Ja, da vorne genau, vorwärts. Vor dem, weil wir ja die Schnauze zum Laden vorne haben. Schön, ein Taxifahrer. Guck mal, ganz viele Taxis jetzt.
muss jetzt bloß aufpassen, der hat nämlich vorne keine Sensorik automatisch eingeschaltet, die muss man erst selber aktivieren. Ist auch sicher gut, die muss man nämlich von Hand hier aktivieren, wenn man vorne die Sensorik haben will. Aber ich fühle jetzt gut. Der macht nur beim Rückwärtsgang. Das war ja, so kann man stehen bleiben, oder? Ja, perfekt. Okay. Jetzt alles parken normalerweise, du hast jetzt alles ausgestattet. Eigentlich hättest du erst parken drücken müssen, Handbremse anziehen müssen. Ja, du kannst noch hochziehen, die Handbremse, ich weiß nicht. Ist, glaube ich, selber schon eine gewesen. Und dann muss man das ausschalten. Also er hat ja dummerweise dreimal muss man was drücken, bis es aus ist. Und dann noch von außen abschalten. Von außen abschalten? Den hab ich schon. Hat schon aus. Alles schon aus, okay. Okay, machen wir mal. Wir machen mal einen kurzen Magnethalter. Ein kurzer Schnitt jetzt. Links, ne? Die braucht man alle. So, ich wollte jetzt noch mal was dazu sagen, weil ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht bei Hyundai. Und zwar das hier, dass es hier so schön weich ist, das ist die Top-Ausstattung von der ganzen Kona-Reihe. Aufgeschaut. Wenn du in den Verbrenner fährst, da gibt es noch ganz schöne Abstufungen, also in der Qualität dieser Anmutung hier in diesem Bereich. Okay. Also dann ist es hier, ja, das ist hier noch billiger. Ja, das ist dann hier auch ganz hart, dieses zum Beispiel. Und dann hier nochmal anders. Also es kann, die haben nochmal Abstufungen. Und das ist halt eben die Super Premium, die kannst du beim Elektrik nur nehmen, also kriegst du nichts Einfacheres. Einfach damit die den hohen Preis rechtfertigen. Ne? Ja. Wir sind ja den Kona gefahren, meine Frau und ich, und danach haben wir nochmal den gleichen als Verbrenner gefahren. Echt? Mhm. Ja, das kommt dann auch im Video. Mal gucken, ob ich das sogar hier reinschneide, dann kommt es jetzt. Wenn nicht, dann habt ihr das schon gesehen im anderen Video. Das ist schon Rückschritt, oder? Also es ist, also gerade diese Rekuperation, was du jetzt gesagt hast, dass der ein bisschen weniger rekuperiert als der Tesla, okay, aber meine Frau ist vom Micra in diesen eingestiegen, ja, und dann wieder in den Verbrenner. Hast gesagt, was ist denn jetzt los? Ich muss bremsen auf einmal. Ja, also es ist schon rekuperiert, schon gut. Ja, ja. Also, ja, der Erziehungseffekt ist schon. Wir dürfen auch nicht immer alles mit Tesla vergleichen. Nee, klar, natürlich. Ja, gut, aber ich vergleiche das, wo ich halt jeden Tag. Ja, klar. Ja, ja. Manchmal hält es. Tesla-Bashing wieder aus. Das ist übrigens beim Model 3 ganz schrecklich für mich. Ja, genau, wenn du da nämlich nicht richtig drückst, hast du das auch nicht richtig drauf. Ja, ja, und wenn du es dann dreimal festdrückst, dann steht da drauf, please press gently. Oder ja, so. Genau. Ja, ja. Okay. Was und hast du mit dem armen Model 3 gemacht? Nö, das war alles gut behandelt. So malträtiert. Nein. Aber es fällt auf, weißt du, wenn du knallst so zu das Ding nach. Ja, das ist schon cool. Ja. Also ich finde schon generell die Anmutung sehr gut. Also ich wundere mich jetzt, dass du sagst, der Iniro sei noch wertiger. Hast du den angeguckt in ich war drin gesessen kurz, aber dann war da irgendwann. Ich dachte, der war ganz anders. Ich fand den aber eher schlechter. Also komisch, ja, wie so die Geschmäcker sind. Ja. Also ich finde das hier, den Bereich finde ich hier wesentlich schicker. Ich habe vor allem den Kofferraum angeguckt und war ich sehr erstaunt, dass der hinten so groß ist. Mhm. Und auch hier, der Platz hier hinten zum Sitzen war. Mhm. Meiner Meinung nach nicht mehr Platz im Niro. Sitzt du schon ziemlich ja, gut. Also, man kann mit 4 Leuten ja locker fahren, kein Problem. Also hier hinter dem Fahrersitz, also du bist jetzt ungefähr so wie ich, ja, da ist schon knapp. Also wie gesagt, im direkten Vergleich ist hier weniger, also hier. Ach so, ja. Weil ich habe meine Tasche dahinter nicht reinklemmen können, ja, und daran merke ich es immer. Das ist ungefähr 2 Zentimeter sind hier weniger in dem Auto im Vergleich zu einem Leaf 2 und zu einem Ampera E zum Beispiel. Ja, ja. Stimmt, Leaf 2 ist hinter mir. Was mir auffällt, dass wieder dieser Hubbel hier. Ja, warum denn? Das ist, weil es auch einen Verbrenner gibt. Gibt es auch als Verbrenner auch. Das ist der Verbrennerhuppel. Echt? Und dann haben sie nicht rausgekriegt? Ja, oder? Also hier ist es ja noch verständlich. Beim Leaf 2 ist es völlig unverständlich, was der da soll. Mhm. Weil den gibt es nicht als, ja, genau, nicht als Verbrenner. Ja, ich habe aber Leaf 2 gehört, das soll anscheinend irgendwie so einen Zugang geben, oder? Ich habe nie aufgekriegt, den Zugang. Ja. Aber er soll irgendwas ergeben, ne? Irgend so ein. Das Gerücht hält sich, dass da der Hauptzweig ist, wo die Feuerwehr nachher durchknapst. Das glaube ich nicht. Das ist bestimmt vorne irgendwo. Das glaube ich nicht. Überschlagen hier. Also, wir gucken nochmal innen hier durch, damit ihr nochmal dokumentiert. Ihr habt schon hier aufgemacht, ne? Ja. Musst du filmen. Ewig tiefes Fach. Aber Markus hat ja alles schon dokumentiert, glaube ich. Ich habe das auch nicht dokumentiert. Der Einsatz ist von mir, den gibt es normalerweise nicht. Normalerweise hast du so ein tiefes Fach hier. Yeah. Und ich muss euch sagen, also was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob die auch schon. Der hat zwar jetzt hier zum Beispiel ist was drin, ja, so ein Filz. Aber das Filz ist so glatt, dass es auch wieder alles wegfluppt. Also ich habe das Gefühl, überall ist es ziemlich glatte Flächen. Deshalb habe ich auch gesehen, dass beim eBay oder im Amazon gibt es immer so Leute, die dir solche Einlagen hier verkaufen wollen. Ja, so Gummiteile. Das ist ja okay. Für alle sämtliche. Wir müssen wieder Next Move erwähnen, glaube ich, gerade. Ja, stimmt. Wieder fällig. Dieses Auto ist gesponsert von Next Move. Ihr Partner im Bereich Autoverleih E-Mobilität. Ist gar nicht gesponsert. Und es gibt nur E-Mobilität bei Next Move. Also E-Move. Ja. Next Move und E-Mobilität. Das gehört zusammen. Hier kann man sauber solche Kabel reinmachen. Setz mal wieder den Timer zurück. Das ja, gut. Hier ist jetzt mein Handy, guck mal, das finde ich auch cool. Machen wir das Kabel auf der Seite da. Jetzt lege ich das hier so rein. Ja, das Handy soll natürlich nicht in den Taschenhalter. Charge-Stadtern. Machen wir hier. Ach, das hat. Wireless Charging. Ich hab's aus. Du hast aus. Wireless Charging. Wieso hast du das aus? Warum machst du solche Sachen aus? iPhones nicht tot.
Doch, das tut man. Man tut das. 8 und 10er. Das ja, macht das. Aber keins. Aber ich? Ich mach mal. 8 mal an. Und 10er kann. Ja, das muss man in der Config. Muss ich jetzt den Motor anmachen? Nee, das geht jetzt nicht. Wir finden mal nicht die Einstellung. Da hat hier so ganz schön Restriktionen hier. Vor allem ist es, ja, ist bestimmt so, dass jetzt, wenn das Auto keinen Strom mehr hat, dann kannst du immer noch vom iPhone schnell rausholen, die paar Meter. Da wäre der Ofen nicht stehen geblieben, weißt du? Ja, sehr wenn du die letzten Meter rausgeholt hättest. Das ist für eine Story. Das ist eine andere Geschichte. Also, dass man das iPhone hier. Du holst doch aus. Genau, das ist ja doch was, oder? Das iPhone nochmal die letzten Meter. Hast du übrigens mal ausgerechnet? Ich habe das tatsächlich gemacht. Was? Ausgerechnet, wenn wie viel Akku, also die Akkukapazität ne, vom iPhone, wie lange könntest du mit dem Auto fahren? Was schätzt du denn? Einen Meter. Also mit dem Tesla? Nee, schon mehr. Was? Warte echt? Mal. Ja. Keine Ahnung. 350 Meter. Glaubt ihr das? Das glaube ich nicht. 350 Meter. Mit dem iPhone-Akku? Ja, wahrscheinlich zum Ausschauen. Habe ich mal mehr ausgerechnet. 350 Meter. Das sollst du aber überprüfen. Ja, mit 20 Kilowattstunden habe ich gerechnet. Also iPhone-Akku langsamer rollen. Wir werden Sachen veröffentlicht, Leute. Das rechnet aber nochmal. Das Video ist voller Überraschung. Ich schicke euch nochmal. Also man fährt mit dem iPhone, nee. Das ist das Titel von diesem Video. Ja. Ja. Stellt euch mal vor, man hätte 50 iPhones. Ja, dann wärst du ja dann 10 Kilometer, oder? 50 iPhones, 8000 Euro und kannst trotzdem nur 10 Kilometer fahren. Aber so ist, hat doch die Sache angefangen. Der Elon Musk hat ja Notebooks gekauft und hat aus den Akkus dann die ersten für einen Roadster gebaut. Ja, ne? ja. Und so ist das schon. Und daran gedacht, dass das Akku nicht Leute tatsächlich ist. Gelacht haben, gedacht, kannst du doch nicht mit Notebook-Akkus 500 Kilometer fahren wollen. Genau. Ne? Ja, weil die Leute das unterschätzen, was die Technologie ja nicht. Also kann ja nicht sein. Also, doch, weil er vernünftiges Akkumanagement gebaut hat. Geht das nicht? Wir beschlagen. Sollen wir runter machen? Frank hat hier alles ausgeschaltet. Frank, hast du hier wenn du hier aus hast, kannst du die Scheiben nicht mehr runter machen. Was? Ja, kann sein. Geht nicht. Muss ich jetzt anmachen? Jetzt kommt aber das Bashing schon. Wollen wir jetzt mal das Auto von außen angucken? Ja, genau. Wir sind jetzt hier fertig. Ist mal fertig? Wir haben auf Milchglas-Optik umgestellt. Das ist super eben, genau. Ich habe das Gefühl, wir müssen mal wieder. Okay, ja, einer von euch ist extrem heiß hier. Die Rücksicht noch. Ich habe nämlich das. Also das ist ein Pluspunkt. Man kann super nach hinten rausgucken. Film mal in die Rückspiegel. Rückspiegel, ja. Der ist super. Ja. Also vor allem, wenn alle hier runtergemacht sind, kannst du sauber rausgucken. Muss drehen. Warte mal. So. Ja, das finde ich eigentlich cool. Es haben wenig Autos zurzeit. So sieht man es. Das ist innen, dass man nicht mehr nach hinten rausgucken kann, weil man ja ständig nach vorne fährt. Ja. Also schön übersichtlich, ne? Mhm. Und da hinten ist so eine ganz kleine Scheibe noch, schau mal, direkt neben deinem Kopf. Die ist super, die brauchen wir also ganz bestimmt. Ja, genau. Ja, aber wenn das ist aber wichtig ist, dann man sieht du wahrscheinlich ja. für den. Man, doch. Wenn du so irgendwie einparkst. Ja, gut, dann wäre die C-Säule sonst 2 Meter dick, wenn die nicht hättest, oder? Und Leute, hier guck mal, Griff und. Kleiderhaken. Ui, Tesla-Bashing Nummer 1. Genau, Kleiderhaken. Und jetzt guckt auf der anderen Seite, Hyundai-Bashing Nummer 1. Oh, Kleinkleiderhaken. Also du musst also immer links sitzen. Der Beifahrer hat keine Kleider. Also das ist eh schon nackig. Das stimmt. Ja. Genau. Hier, weil die hängt man nämlich da hängst du deinen Sakko hin. Weil da kannst das du als Fahrer, hängst du nicht im Weg. Ja, natürlich. Nee, und vor allem, du steigst ja ein, auf der Seite machst du in deine Tasche rein, dein Sakko, hängst du auf, steigst du vorne ein, fährst los. Auch der Fahrer hat keinen Henkel. Der Beifahrer hat einen Henkel. Ja, ich brauche auch keinen Henkel. Doch, ich fahre gerne mal so ab und zu. Ältere Leute. Was? Du fährst mit einem Henkel? Ja, manchmal. Erstens das, man hat da zum Einsteigen oder am Steigen. Wo lässt du deine Hände, wenn das Auto selber fährt? An dem Henkel. Hängst du so da. Echt? So hoch bin ich das. Nee, ich bin jetzt nicht Henkel, also. Ich habe manchmal so doch. Die Aussparung ist da, aber der Henkel fehlt. Kannst du was einschrauben? Wir bashen wir ja schon wieder, nichts da. Ey, also das fehlt mir jetzt nicht. Okay. Aber es ist schon ziemlich eng, vielleicht, bei dem vielleicht, wenn man aussteigen kannst du aber auch nicht damit. Ne? Wie groß bist du? 1,86. Oh, wollen wir noch eine Hand dazwischen? Bist schon knapp, ja. Aber du machst den Sitz auch ziemlich weit oben jetzt. Mhm. Ja, so Faust geht nicht ganz, aber fast. Na gut, geht noch, ist okay. Nee, die Höhe ist okay. Okay, jetzt mach mal hier innen drin, mach mal du jetzt dein Feedback, lieber Gabo. Ich? Vom Fahren zumindest mal. Vom Fahren, ja. Also das Fahrgefühl, top. Also wie gesagt, ich bin ja schon Nissan Leaf 2, mit Tesla ist das nicht zu vergleichen mit Model S, muss man ehrlich so sagen. Ja. Das erwarte ich aber auch nicht, Gottes Willen. Das ist sehr leise, auf der Autobahn haben wir es gemerkt, also bei 120 wirklich leise. Also da habe ich keinen Unterschied gemerkt zum Tesla, hochpreisigen Tesla. Es ist halt ein Elektroauto. Also fährt sich sehr gut, geht sogar sehr direkt, wenn ich aufs Gas gehe, also dann auch Energiepedal meine ich jetzt, geht das ziemlich direkt ab und verschiedene Rekuperationsstufen finde ich sehr gut, ja, dass du das einstellen kannst, mit Segeln sogar. Was mir, gut, also insgesamt gesehen das Fahrprofil oder beziehungsweise die Fahreigenschaften sind da nicht sehr gut. Was mir so nicht gefällt, oder ich bin einfach schon mittlerweile, habe mich abgewöhnt, diese ganzen Knöpfe.
Also es, ich will das nicht verteufeln, ja. Das mögen manche, dass sie die Köpfe haben und das Haptische. Weil vielleicht auf dem Touchdisplay das dann vielleicht auch ein bisschen ablenkt, wenn du während der Fahrt. Aber ich mache eigentlich nichts während der Fahrt auf dem Touchdisplay. Aber ich bin es gewohnt, dass du mittlerweile alles hier eine Zentral hast und hier eigentlich nur zwei Knöpfe, die du blind bedienen kannst. Ja, das war's. Und es ist schwer, da zurückzukommen zu den Knöpfen. Ja, es ist nicht so, dass ich es nicht könnte, aber das ist für mich wieder schwer zurückzukommen. Ja. Und so von der aber das ist jetzt nicht negativ. Vom Passen, ja. So, vom Anpassen. Das ist nur meine subjektive Meinung. Es ist nicht negativ. Fühlst du dich wohl auf dem Fahrersitz? Ja, ich fühle mich wohl auf dem Fahrersitz. Also, es ist überschaulich. Also, hier sitzt höher, klar. Mit Tesla sitzt du fast auf dem Boden irgendwo, ja. Also, ja, im S-Version. X siehst du wieder ganz oben, ja. Gut, weißt du, und der Vergleich wieder, ja. Das ist, ich glaube nicht, dass man das Auto vergleichen kann jetzt mit irgendeinem anderen Auto. Also eher mal vielleicht mit einem Niro, wenn der jetzt mal kommt. Weil dieses Auto ist so, das ist kein Model 3, das ist auch kein Model S, kein Model X, also überhaupt nicht. Also auch von, also viel, vom Aussehen, von der Form viel, viel kleiner. Also viel kleiner als ein Model 3 auch, ja. Noch. Ja. Aber ein Model, ja. Y? Vielleicht. Das wird aber nicht kleiner als ein Model 3 sein, Model, ja. Y. Ja, ist das hier kleiner als ein Model 3? Ja, wir gucken nachher gleich nochmal mit dem Kofferraum, weil das interessiert mich auch. Ja. Ich würde schon sagen, wie einiges kleiner als Model 3. Weißt du noch damals, du kamst von der Messe und hast das Ding hier angeguckt, den Kona, und du saßt dann bei mir in einem Ampera-E, ja. Und dann sagtest du plötzlich, ja, genau. Ja, viel größer ist der Kona auch nicht. Genau. Ich sage, das kann doch gar nicht sein, der Kona muss doch viel größer sein. Und was sagst du jetzt dazu? Ja, ich sag's auch, das ist eigentlich Ampera-E. Von der Größe her vom Ampera-E. Mhm. Aber Ampera ist ein Viersitzer, gell? Hier hinten ist, glaube ich, in der Mitte nur so ein... Nee, das sind auch... Stimmt, das war das Ampera, der alte Ampera. Nee, der neue hat das auch so. Ja. Und der neue hat auch relativ viel Kofferraum, das ist vergleichbar mit dem hier. Der hat vorne weniger Schnauze, weil er kein Verbrenner ist. Aber jetzt... Aber von Innenraum ist das, und auch vom Sitzgefühl so, von der Höhe her, ist das wie ein Ampera E. Was kostet... Ja, würde ich auch sagen. Was kostet die Variante... Genau, was kostet Ampera E? 50.000. Nee, jetzt habe ich verwechselt. Es gibt aber Verbrenner nicht. Doch, Kona gibt es nicht. Ja, Kona gibt es Verbrenner. Habe ich schon durchgerechnet. Können wir nachher auch nochmal drüber reden. Okay. Ist Plug-in-Hybrid und Hybrid und Verbrenner, oder? Es gibt nur Verbrenner. Und ja, es gibt ein Hybrid. Beim Kona? Ja, ich war gestern auf der Seite. Ich dachte eigentlich. Nein. Ja? Bin aber unsicher. Okay, also bei Ioniq gibt es einen Hybrid, dachte, Verbrenner. Aber ich dachte, gibt es bei Kona. Bei Ioniq gibt es diese drei Varianten. Wir können nehme ich zurück. Aber weiß auch nicht alles erschreckt, weiß auch nicht. Hier für den Preis. Ja, ich kann nicht mehr so. Das ist 10.000 weniger. Aber was war auch noch bei Ampera? 10.000 weniger. Ampere, als Ampera. 10.000 weniger. Ja, und der Ampere hat aber 60 und der hat 64, ne, Kilowattstunden. Nee, dann auf jeden Fall. Ja. Also dann Kona. Ampera, deshalb sage ich, es ist ziemlich vergleichbar mit dem Ampera, weil der 60 hat, der hat 64. Und 10.000 weniger? Ja, und hat keine Assistenzsysteme der Ampera E gehabt. Deshalb habe ich ja gesagt, nee, so dann Kona auf jeden Fall. Aber der wird ja eh eingestellt, oder? Ja, gut, der gibt es, glaube ich, jetzt kaum noch zu kaufen. Also ich weiß nicht, ob man noch bestellen kann. Ich weiß nicht, wie war der Ampera E vom Fahrverhalten? Also war der irgendwie. Dem sehr ähnlich, ja. Der hat auch überdimensioniert, die Beschleunigung und der Motor ist ja genau ähnlich. Ich glaube, der hat auch 150 Kilowatt Leistung gehabt, ja. Mhm. Ich meine, er war ein bisschen übersichtlicher vom Rausgucken. Der hat größere Glasflächen gehabt, der Ampera E. So ein bisschen luftiger. Ja, der Ampera E hat den Vorteil, dass er halt als E-Auto konzipiert ist. Deshalb hat er vorne, die Schnauze ist weniger und deshalb mehr Kofferraum hinten. Mhm. Und insgesamt, wie beim Model 3, ist innen größer. Mhm. Genau. Dadurch, dass du vorne kürzer machst, das brauchst du ja nicht. Der ist aber den Außenabmaßungen entsprechend dann auch kürzer. Weil das Innenraum ist, glaube ich, ein bisschen weniger als der hier. Ich habe jetzt leider die Zahlen nicht so verglichen. Trotzdem 10.000 Euro mehr. Ja. Wie ist ein Soundsystem und so Sachen? Sind ja auch für viele Menschen wichtig. Gut. Also hier, der ist ziemlich basslastig hier. Ja, das sind typisch die ausländischen Autos. Doch dieses Krell-System oder was hier drin ist, ist wohl sehr... Ja, also ich bin jetzt nicht so der Musik... weil ist ja so, immer wenn ich mit dem Auto fahre, seid ihr dabei. Sprich, ich nehme das ja die ganze Zeit auf und dann kann man ja keine Musik abspielen. Ne? Genau. Und wenn ich dann mal ohne Filmen fahre, dann höre ich Nachrichten oder Podcast. Ja, und ich hör den Horst Lüning. Ja, und dann haben wir den Sound einfach... Nicht, aber ich habe mal, wenn ich mal Musik gespielt habe, habe ich mit dem Auto gemerkt, es ist ziemlich basslastig. Ich habe sogar am Bass rumgespielt, dass es nicht so basslastig ist. Er hat einen ziemlichen, du fühlst dich wie auf so Messen, weißt du, auf den Messen ist doch auch manchmal der Bass so im Ort drin. So fühlt sich hier der Bass. So amerikanisch halt. Ja. Ich kenne jetzt aber keine Bose-Systeme, also ich habe das... Ah, das ist jetzt auch so eine Sprachsteuerung, weil jetzt hier Mikro, glaube ich, versteckt ist? Nein, ne? Die Sprachsteuerung ist rein fürs CarPlay. Ach, okay. Also ist er auf dem Apple Play kannst du spiegeln und auch Samsung. Hallo Siri. Google. Ne? Das ja. Das also er kann schon sehr viel, gell? Doch, das hat er. Es ist die Frage, was für eine Ausstattung. Also die Base Level, das Basic, ja, da kriegst du ja nur mit der kleinen Batterie und mit dem kleinen Motor. Und nur eine Farbe, grau.
Ach so, dann haben wir auch noch Einschränkungen. Das ist eigentlich. Aber das, und, was und die Farben immer damit zu tun haben. Das ist für 35.000. Schade. Das ist das und was fällt Ihnen noch weg? Also Entertainment-mäßig? Nee, die haben alles. Alles ist immer drin. Das ist drin, bloß die ganzen Helferlein da nicht. Navi und alles. Alles drin. Okay. Das ist alles drin. Das ist komplett ausgestattet, bloß erleben, du hast nur eine Farbe. Bei 35.000 hast du keine große Auswahl mehr. Mhm. Du kannst nicht immer, glaube ich, ein Schiebedach reinmachen. Geht auch nicht. Ja, genau, das habe ich auch gesehen. Das ist nur und dann gibt es diese Style, das ist diese mittlere. Ich meine, das ist die vernünftigste. Mhm. Dann hast du dann, ich zeige das nicht, aber preislich ist das ja übersichtlich. Eigentlich ist es nochmal 3.500 mehr. Zudem, und da hast du aber schon ziemlich viel, was du machen kannst. Du kannst die Farben ändern zum Beispiel. Du hast eine Halblederausstattung. Sag mal, was meint ihr denn? Diese Variante mit weniger Akkuleistung? Ja. Würde mir reichen. Braucht man die eigentlich? Genau, wie viel kann ich damit fahren? Kommst auch, weiß nicht, also 300? Nee, weiß ich glaube ich vielleicht nicht, aber 250 auf jeden Fall. Das sind 39 nur. Aber selbst 250 würde mir reichen. Ja, also ja, aber 240 angezeigt, das heißt so, real sind das 230 oder 200 oder sowas. Ja. Ja gut, das ist dann aber vergleichbar mit den anderen Autos und dann ist das Alleinstellungsmerkmal weg. Also ich bin der Meinung, das Alleinstellungsmerkmal von dem Auto ist der große Akku, deshalb muss man eigentlich die Variante mit dem großen Akku nehmen. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das kommt davon, ob du es als Erstwagen oder Zweitwagen nimmst. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel das als Zweitwagen für meine Frau nehmen würde, die eigentlich zur Schule fährt, 22 Kilometer und wieder zurück, ja, dann braucht sie keine 300 Kilometer. Obwohl 22, oder 400 Kilometer. Ja, da ist so die. Da musst du aber schon unter der Woche immer überlegen, wann du lädst. Genau, das ist ein bisschen dann die. Ja, aber guck mal, jetzt haben wir den Use Case bei ihr. So, die fährt hin und her. Ja. Okay. So, dann fährt sie vielleicht noch den Kleinen von uns irgendwo zum Tischtennis irgendwo hin. Ja. So, und ein bisschen einkaufen. Und dann hast du meinetwegen, lass es 50 Kilometer oder lass es 60 Kilometer am Tag sein. So. Ja, das habe ich ja auch. Und dann habe ich immer nach halber Woche ist der Akku leer. Ja, aber die kann ja immer daheim laden. Ja, aber das ist ja die Sache, ne? Weil wenn du dann einen größeren Akku haben könntest und dann die Bequemlichkeit, dass du einmal die Woche lädst. Ja, wieso? Das ist auch du steigst aus, steckst ein und gehst ins Bereich. Ist auch bei uns eine Überlegung. Weil du musst in die Garage fahren, unten ist es wieder enger. Können wir oben draußen stehen lassen. Also wenn du einen Stellplatz hast, wo du immer einstecken kannst, genau. Dann machst du keine Gedanken. Dann kannst du auch ein Auto nehmen, was bis 100 Kilometer weit kommt. Habe ich, weil da kannst du einfach, nimmst du von der Wand weg, steckst rein. Das wird ja individuell. Ja, das ist individuell. Genau, wenn du natürlich jetzt irgendwo hinfahren musst zum Laden oder du hast gar keinen Stellplatz, dann brauchst du tatsächlich einen größeren Akku, weil du nur einmal die Woche hinfahren kannst. Oder so wie ich dann den Strom nicht bezahlen will, ne? Dann, Na gut, das wäre mir jetzt egal, weil ist ja eh kostengünstiger letztendlich. Also ich finde, als Benzin. Man braucht halt eben die 200 noch was PS nicht. Also, nee, die brauche ich nicht. Der kleinere Motor wäre schon cool. Also das ist jetzt, wenn man jetzt vergleicht mit dem Leaf 2, ist das auf jeden Fall eine Sache, wo ich sagen würde, das Auto ist übermotorisiert. Also der kleinere Motor mit dem großen Akku, die Kombination gibt es nicht. Den gibt es nicht. Nee. Ja gut, da hängt es wieder davon ab, ob es Erstwagen oder Zweitwagen ist. Du kriegst, glaube ich, den kleinen Akku auch nur mit dem schwächeren Motor. Genau. Ne? Mhm. Und dann ganz die Premium-Ausstattung nur mit dem großen. Und der Style ist Kilowatt. In der Mitte. Jetzt bist du aber einer vielleicht, der gerne Auto fährt. Es ist ja in Deutschland ja nicht unüblich. Und dann willst du auch ein bisschen mal Gas geben. Dann willst du schon. Ich meine, man muss einfach sagen, die Autos mit höheren Leistungen verkaufen sich einfach besser mittlerweile. Aber auch der kleine Motor beschleunigt mit unter 10 Sekunden auf 100. Ja, das ist dann, also die Motorisierung von dem kleinen ist wie praktisch beim Leaf, ne? Ich weiß nicht, was der Leaf hatte. 9, noch was Sekunden auf 100. Wie viel hat der? Der Leaf hatte 7, unter, nee, der hatte aber 7,8 hat der 100 kW gehabt, der Motor? Oder weniger? Mehr, 150 kW. Nein, auf keinen Fall. Doch. 150 hat der hier. Ja, der Leaf 2 auch. Nein, der Leaf 2 hat weniger. Leute, schreibt in die Kommentare, der Leaf 2 hat. Mein Nachbar ist mit dem Leaf 2 gefahren. Also ich habe ihn mit. Und der Leaf 2,5 vielleicht. Nee, pass auf. Und der fährt einen. Der fährt einen Audi A6 mit 210 PS oder sowas, ja? Diesel, Turbodiesel. Und er meinte, der Leaf 2 geht schneller. Beschleunigt schneller. Ja gut, das vielleicht, okay. aber also er meinte auch, der geht ganz gut von unten. Aber Vorderradantrieb mit 200 PS und dem Drehmoment, das kriegst du fast nicht auf die Straße. Jetzt haben wir Glück gehabt, heute ist trocken gewesen. Ja. Der dreht auch durch hier, also ich habe auch im im Sportmodus sowieso. Nee, wenn du im Tiefgarage rumfährst, auf glatter Fahrbahn, also bei Kurvenfahrten dreht er immer durch. Ja. Obwohl es trocken ist. Das ist einfach. Ja, würdest du das Auto kaufen? Frank, wenn das jetzt ein deutsches Auto wäre, würdest du es leasen? Mir gefällt die Form nicht. Ja, es ist zu hoch. Meiner Frau gefällt die Form auch nicht. Ja? Nee. Mensch. Mir gefällt die Form nicht. Also ich finde es so sitzen finde ich gut. Also der Ampera E hat mir gefallen von der Form her. Aber dieser hier gefällt mir von der Form her, ist mir zu bullig. Wir hatten es ja auch vorhin von einem anderen Auto. Nee, von allen SUVs, die gerade so kommen, die sind alle vorne so designmäßig sehr konservativ, kann man das nennen. Oder wir wollen nicht windschnittig sein. Ne? Genau.
Und das hat der dummerweise auch. Man, deshalb ist er sehr angepasst an dem, was gerade gekauft wird. Das muss man ganz deutlich genau. sagen. Die Leute wollen sowas, ne? Die Leute wollen sowas, genau. Also ich mache es auch nicht, aber die Leute wollen sowas. Ja. Genau, also deshalb, wenn ich die Wahl hätte, würde ich ihn dann nicht nehmen. Aber es kann uns ganz schlecht treffen, indem das Model Y genauso auch so aussieht. Ja, da kaufen, immer da kaufen wir es nicht. Das Model X ist das einzige SUV-Auto, was irgendwie ein bisschen schnittiger aussieht. Ne? Also deshalb sieht man ja, es geht ja. Mhm. Aber wenn jetzt auch Tesla sich anpasst, dann kann es plötzlich sein, dass das auch so aussieht, wie so ein vor die Wand gefahren. Und die werden sich anpassen. Also und das, dann müssen wir uns auch anpassen. Dann, ne? Die werden sich anpassen. Aber ja gut, aber du wirst in Amerika, guck mal, die verkaufen ja diese Pickups, das ist ja noch schlimmer. Ja. Ja, wie kommen wir die Dinge aussehen? Da gibt's ja, das kannst Hersteller. Du, glaube ich, in Deutschland gar nicht verkaufen, obwohl du da ja Kühlschränke ohne Ende transportieren kannst. Ne? Ja, vor allem, wir haben die Straßen dafür gar nicht, also so breite Autos irgendwo. Oder die Parkplätze sind viel enger bei uns. Ja. Also Leute, gucken wir mal das Auto von außen an, oder? Ja, gucken wir mal. Gehen wir nochmal raus und wir haben gerade schöne Sonne. Machen wir doch, oder? Super, gerne. Wir nehmen euch wieder mit, wie immer. Bis gleich. Kalt. Ja, Leute, echt kalt. Habe ich schon gesagt. Wir haben jetzt so zwei Mikrofone. Irgendwas ist an hier im Auto. Nee, weil du Schlüssel nicht drin hast. Das Auto ist an. Nur so, dass man oben zeigt. Ja, genau, dass ich hier meine Jacke auch zumachen kann. Ja. Kommt das alles mit drauf? Wird das alles nicht geschnitten? Wird alles nicht geschnitten. Okay. Macht nichts.